So, weiter geht's. Nächstes Spiel heißt dann jetzt als nächstes. Ja, Atletico Madrid. Ein Heimspiel steht mal wieder an und ja, schauen. Und danach geht's weiter gegen Hoffenheim. Auch da haben wir schon verloren, das Hinspiel. Da spielen wir nämlich auswärts. Jetzt spielen wir also zu Hause gegen Atletico, dann auswärts in Hoffenheim. Und dann haben wir noch zwei Heimspiele. Haben wir doch hoffentlich ein Heimspiel. Aber gut, okay, jetzt erstmal Atletico, da müssen wir hinkommen. Letztes Spiel war das 8:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir da nicht irgendwie. Ja, ist das bitter, wenn du jetzt tatsächlich komplett was durchrotieren musst, weil die komplette Mannschaft nicht mehr fit ist. Ah, ist das super. So, Coutinho, das heißt, ich muss ein bisschen durchrotieren. Ich nehme mal Savic, der spielt auf jeden Fall gegen seinen ehemaligen. Oh, ja, komm, das war so. Wie ist es jetzt? Gehen wir rein ins Match. Ich brauche auf jeden Fall noch neue Spieler. Das ist ganz klar für die neue Saison. Mal gucken. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, Atletico. Wenn wir die nämlich ausschalten würden, dann ist halt wieder einzige. Ist auch wieder bestimmt 10, 15 Millionen. Auch das kann wieder für neue Spieler gut sein. Wir brauchen nämlich, müssen uns in der Breite ein bisschen mehr aufstellen. Ein bisschen mehr noch stärkere Spieler kaufen. Aber wie gesagt, mal gucken, was kommt jetzt. Ich brauche einen Rechtsverteidiger, ich brauche einen Linksverteidiger, eventuell noch einen zusätzlichen Innenverteidiger. Ja. Der Höhepunkt der UEFA Champions League kommt immer näher. Heute also das Halbfinal-Hinspiel. Beide wollen genau heute überzeugen. Wir präsentieren Ihnen diese Partie live hier aus der Arena auf Schalke. Hilmar Jenkins, vielen Dank. In Gelsenkirchen findet unsere heutige Partie statt. Ich begrüße Sie hier in der Arena auf Schalke. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Schalke 04 gegen Atletico Madrid. Also natürlich wissen beide Seiten, worum es geht. Die Favoritenrolle für den Finaleinzug haben die Gäste. Aber die Gastgeber auf der anderen Seite können das hier ganz unbekümmert angehen, wollen ihre kleine Chance nutzen in diesem Hinspiel. Ja, laut Sprecher sind wir oder Kommentator sind wir Favorit. Glaube ich ja nicht so. Aber gucken. Offensiv an 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power davon. Genau so ist es. Atletico mag die UEFA Champions League, überhaupt keine Frage. Hier schaffen sie es immer wieder Topleistung. Ja, wie gesagt, wir haben schon mal mit Atletico geprügelt und da gab es das 2x2-0, aber das wird jetzt wie gesagt eine andere Ausnummer werden. Nicht nur große Ziele, man erreicht sie auch. Das zeichnet den Club aus. Da kommt die Flanke Kalajdzic. Vielleicht da irgendwie mal hin, aber dafür später, wegen solchen hohen Flanken. Alarios jetzt erstmal nur auf der Bank, wegen auf taktischer oder sagen wir mal Fitnessgründen. Der ist nämlich auch nicht ganz fit momentan. Und das denke ich mir, ist mir zu riskant. Kalajdzic, komm. War wichtig. Und Stefan Savic, den hätte man eigentlich auch gerne draußen gelassen, aber gegen seinen Ex-Club möchte der auf jeden Fall spielen. Ach, gut gelöst da. Richter. Ein bisschen Platz hat er jetzt gerade, Marco Richter. Jawohl. Becker. Gibt einen Wurf für uns wie Schalke dann nach der Situation. Marco Richter. Ludwig. Da ist er alleine durch. Ja, ganz energisch. Ball fängt.
zu sehr gezögert. Also es läuft aber gerade so ein bisschen von den Anfang ganz gut. Weinaldo. Ecke kommt in den 16er. Kuba geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Marco Richter. Richter! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Joao Felix. Eine Superparade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra. Was macht er draus? Ja, Kalajdzic! Könnte die Führung werden. Ja! Jetzt sind sie vorne in diesem Spiel. 20. Minute. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Wie gesagt, gegen Real schlug man am Anfang zu mit diesem 3-0. Hat man relativ früh 3-0 geführt. Dann das 3-1. Da dachte man, oh, es könnte vielleicht sogar doch noch was werden für Real. Und jetzt schickt man zumindest gegen den Rivalen Atletico mit 1-0 schon mal. So, auf jeden Fall erstmal Kalajdzic mit dem 1-0. Das ist aber erstmal das Allerwichtigste. Ich will das Finale, das ist ganz klar. So würde ich jetzt sagen, ich... Na, schade, kommt er nicht vorbei. Es wäre scheiße zu sagen, wenn ich sage, okay, wir wollen es hier gut verkaufen. Nein, ich will das Ding hier holen, ich will diesen Wettbewerb holen. Während im Parallelspiel übrigens Liverpool und City aufeinandertreffen. Da haben sie gut aufgepasst. Haben wir mit Atletico die vermeintlich leichtere Aufgabe. Muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist natürlich erstmal nur vermeintlich. Ja, der Rosu 2-0. 33. Spielminute, 2-0. Viel Platz über die rechte Seite, über die Schalkes linke Seite. Und dann zieht er rein und haut das Ding ins kurze Eck. Keine Chance für den Keeper da, irgendwas so auszurichten. Das dürfte eine oh, Simeone ist ein bisschen angepisst gerade. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Spielstand 2-0 im Moment. Also 33 Minuten rum, 2-0 für die Schalke. Markus Sorente. Ja, wichtig ist erstmal, dass das Ding jetzt ein bisschen vielleicht sogar auszubauen, aber zumindest mal kein Gegentor zu kassieren. Das wäre sehr wichtig. Paulinho gegen Elvedi. Paulinho. Oblak. Der ganz, ganz wichtig, diese Parade gerade. Dass er nicht da, wie das, dass er da nicht noch ein Gegentor kassiert. Becker. Kriegt er den Richter gegen den Verteidiger? Nö, hat er keine Chance, aber der Ball von Oblak geht weg. Einwurf Schalke. De Rosun. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ja. Da oben, der fordert den Ball. Coutinho. Er spielt den Schalke. Richter! Tor! Kein Abseits! Nachspielzeit, Halbzeit, Tor! Aber das war Weltklasse gemacht. Allein erstmal Richter die Chance, ne? Nehmen. Und dann nach diesem Abklatschen von Oblak. Das Nachsetzen. Hier hat Richter, der dreht sich einfach nur rum. Der lässt dann zwei Mann stehen und spielt den voll rein. Kein Abseits vorne und es ist Sasa Kalajdzic. Doppelpack. Also, stand jetzt erstmal alles richtig gemacht da vorne drin. Tor Nummer 2 in der Champions League auf jeden Fall. 3-0, yes! Gut, überzeugend, was sie gespielt haben in der ersten Hälfte. Und vor allem sind sie vorne. Das ist das Wichtigste. Auf dieser Leistung können sie aufbauen.
Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Joao Felix überhaupt nicht momentan auf der auf dem Schirm. Und Atletico? Bis dato chancenlos. Und das sagt auch das Ergebnis aus. Das Ergebnis ist verdient vom Spielverlauf her und alles. Ja, Atletico muss sich viel einfallen lassen. Schalke möchte gerne dieses 13-0 A ausbauen oder B, zumindest über die Zeit oder halten. Weil jetzt noch irgendwie ein Gegentor zu kassieren, dann sieht das wieder von der Situation im Rückspiel wieder anders aus. Nein, oh kein Tor. Mitter. Und das war die erste Chance für Atletico. Savic. Mit Glück, dass er da vorbeikommt. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Paulinho. Für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Richter und Dabla verhindert das nächste Gegentor. Die Ecke kommt. Ja, direkt der Rückpass mit dem Kopf. Ganz stark abgeblockt. Savic. Unaufhaltsam. Marco Richter, 4-0. Marco Richter. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Diesmal war der gute Herr Oblak chancenlos und der verhindert momentan noch Schlimmeres. Also wenn die Schalke hier wirklich noch weiter so spielen, geht das hier 5-0 aus und dann stehen sie im Finale. Markus Llorente. De Rosso. Kalajdzic kriegt den Ball nicht da rein, nicht vorne in die Spitze. Übrigens, die Vorlage kam von Stefan Savic, ein Innenverteidiger, der die Flanke schlägt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und wieder Robin Zentner. Wie gesagt, hier 0-0, das wäre so super. Weil dann ist es nämlich ein anderes Ergebnis. Also, klar. Wenn jetzt nämlich das 4-0 hält, muss Atletico im Rückspiel Minimum 5 Tore schießen, um sicher weiterzukommen. Sollten sie nämlich eins machen, müssen es nur noch 3. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Kein Abseitsrichter, oder? Ne, Schiedsrichter sagt nö. Ich habe mich verdrückt, ich wollte eigentlich schießen und statt passen. Das ist nicht sein bestes Spiel. Eckball de Rosso. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Georginio Wijnaldum. Korea. Ball, Joao Felix. Und Timo Becker. Könnte den Konter geben. Ah, der war anders geplant eigentlich. Der Ball war der nämlich, weil ich eigentlich den vorne als in den Sturm spielen wollte. Und das war ganz, ganz wichtig. Da wollte ich. Nein. War Ball gespielt, war okay. Ja, klar. Ach, Mann. Gute Aktion jetzt. Das war ein bisschen anders geplant als Becker. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist De Rosso. Paulinho mit Tempo gegen Nico Elvedi. Gute Chance. Kein Tor. Da blocken sie den Ball. Die verhindern gerade so ein bisschen mit Gewalt das Fünfte. Regulär sind es noch 7 Minuten. Marcos Llorente. Da ist Bendieta. Correa. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht.
Das wollte ich so verhindern. Nee, das ist einfach ärgerlich, weil das wieder so ein blödes Ding kurz vorm Ende ist. Ja, das ist wieder ein anderes Spiel, ne? Es ist wieder ein komplett anderes Spiel. Vor allem das Rückspiel. Ich meine, du führst 4-0, hast das Ding eigentlich im Griff, kannst den Sack nicht, nicht mit dem fünften Tor machen. Und das Tor für Atletico erinnert die ganze Ausgangssituation. Jetzt müssen sie mich nur im Rückspiel in Anführungszeichen nur 3 schießen. Statt 5. Statt jetzt. Angezeigt. Joao Felix. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Na, da waren sie zu wenig aus der Konterschance. Lecker. Feierabend. So, liebe Zuschauer, das Spiel ist verhindert. Der Sieg geht an den Gastgeber. Ich meine, das Ding war ziemlich souverän und gewonnen. 4-1. Das ist zumindest eine gute, sehr gute Ausgangsposition. Eine sehr gute wäre das 4-0 gewesen. Und es ist wieder so ein blödes Gegentor. Und eigentlich bin ich jetzt gerade ein bisschen nervt. Wirklich auf die vier. Ja, wir haben einige Situationen liegen lassen, ein, zwei Tore noch zu machen. Das Gegentor war einfach quasi gefühlt die einzige Chance von Atletico im ganzen Spiel. Naja, Hoffenheim ist der nächste Gegner und da könnten wir es vielleicht zumachen dann. Okay, schauen wir uns dann an.